Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Manuel Farrona-Polido, herzlichen Glückwunsch. 2:1, Spitzenspiel gewonnen, Rekordkulisse, 3 Punkte, Spitzenreiter. Viel besser geht's nicht, oder? Nee, noch geiler, wenn man noch ein Tor schießt. Nein, Spaß beiseite. Topspiel, geile Kulisse, Tor gemacht. Es war einfach geil. Also muss man mal sagen, das war ein Highlight-Spiel mit einem richtig guten Gegner. Und ja, wir konnten es am Ende vergolden. Diesen kleinen Brustlöser, den wir jetzt mal gebraucht haben, der ist passiert. Und somit bin ich einfach nur glücklich gerade. Ja, war auch, wie du schon gesagt hast, ein richtig guter Gegner. Ein richtig gutes Fußballspiel fand ich auch von beiden Seiten. Ja. Rassig, temporeich, alles drin. Ja. In der ersten Halbzeit auch durchaus mal anstrengende Phasen für euch, ne? Wo ihr auch mal hinterherlaufen musstet. Der Gegner war offensiver als erwartet. Ja, genau. Also wie gesagt, die können einen richtig guten Ball spielen. Also Grüße gehen raus an Pitt Reimers, an den Trainer. Ja, die haben es gut gemacht. Die standen sehr gut in den Räumen vor, zwischen der Kette. Es war schon ein bisschen schwieriger für uns, aber am Ende haben wir das 1-0 geschossen vor der Halbzeit, was recht wichtig war. Und ja, somit gezeigt, dass es halt auch mit Hinterherlaufen kann man auch ein Tor schießen. Und das war halt sehr, sehr wichtig. Erzähl mal das Tor, das war nicht nur für dich, sondern auch für die ganze Mannschaft ein sehr wichtiger Moment kurz vor der Pause. Wie ist es aus deiner Sicht gefallen? Na, absolute, ich sag mal, Kampfleistung von Felix, der den Ball da hinterher rennt, auf der Grundlinie das Ding noch kriegt, dann zurücklegt und ja, in dem Moment schieße ich das Tor. Überleg kurz und dachte mir, ja, das Ding hat eigentlich Felix gemacht. So. Ich habe es dann am Ende nur noch das i-Tüpfelchen drauf gemacht und war richtig geil. Hat mich gefreut, dass Felix natürlich auch dann noch ein Tor gemacht hat. Das hat er sich dann auch verdient. Wie gesagt, das ist beispielhaft für die Leistung, die wir gezeigt haben. Also es war kämpferisch gut. Wir sind viel gelaufen. Wir haben nicht aufgegeben, auch wenn uns mal ein Gegner ein bisschen Probleme bereitet mit mehr Ballbesitz. Haben wir da, glaube ich, gezeigt, dass wir da gut gegenhalten können. Für dich war es auch noch ein Spiel gegen den Ex-Verein. Allzu viele sind, glaube ich, nicht mehr da. Manni Zielsdorf war eben hier und erinnerte sich an alte Zeiten. ja. Noch was Besonderes, auch wenn es schon länger her ist? Ja, das Wappen ist mir natürlich bekannt. Also ich komme aus der Gegend, habe lange beim HSV gespielt und kenne halt eher den Staff mittlerweile als die Jungs. Von dem her ist es so ein bisschen ein abgeflachteres Ding, als wenn ich jetzt gegen Ex-Vereine spielen würde, wie vor kurzem Magdeburg oder wie auch immer Rostock. Es freut mich trotzdem sehr, gegen so eine Mannschaft zu spielen, wenn du da ein paar Leute kennst. Andererseits ist auch immer so ein kleiner Anreiz, da noch ein bisschen noch mehr Gas zu geben. Am Ende bist du verletzt raus. Was Schlimmeres ist hoffentlich nicht passiert oder wie sieht's aus? Ja, wir schauen mal. Also Baki hat jetzt nichts gesehen, der Doc. Wir müssen mal schauen. Ich komme morgen nochmal her. Und wir schauen nochmal rauf. Ja, wie gesagt, also es war so ein bisschen ein Ziehen in der Leiste und wie gesagt, schauen wir einfach mal, was da passiert ist. Abschließend nochmal zur Kulisse und zu den Fans. 7.500, davon sicherlich auch gut über 1.000 aus Hamburg dabei. Schon eine spezielle Atmosphäre, die wahrscheinlich auch du in der Regionalliga so selten erlebt hast. Du kennst es aus höheren Klassen, ja. Aber für die Regionalliga schon was Besonderes, oder? Ja, für die Regionalliga Nord ist es was extrem Besonderes. Also ich bin teilweise sogar ein bisschen stolz drauf, dass ich dabei war, wenn so ein Rekord aufgestellt wird. Ja, vielen Dank an die Fans vom HSV und halt auch an die Lübecker. Also Respekt, dass die zu der Jahreszeit bei den Temperaturen sich ins Stadion stellen und uns anfeuern. Das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Gut, dann hoffen wir auch, dass viele wiederkommen. Jetzt geht es erstmal in ein langes Wochenende und dann nächste Woche Richtung Emden. Viel Erfolg dabei. Ja. Danke. Danke erstmal, Manu. Danke. Felix Trinkgut, herzlichen Glückwunsch. 2:1 im Topspiel vor Rekordkulisse mit Tor und Vorlage. Perfekter Tag, oder? Ja. Ja. Da gibt es nicht mehr. Ich kann natürlich ausholen. Macht einfach für einen Fußballer extrem viel Spaß, an so einem Freitagabend vor 7.500 zu spielen. So, dass ich dann natürlich noch ein Tor und eine Vorlage mache, freut mich auch sehr, auch gerade nach der Verletzung jetzt wieder so reinzukommen. Und ich glaube einfach, es war ein geiler Sieg und der Mannschaft extrem gut tat. Und es war einfach, wie gesagt, ein rundum schöner, perfekter Tag. Genau, nach 3 Spielen ohne Sieg wird der eine oder andere drumherum zumindest ja schon mal so ein bisschen unruhig. Das ist ja vielleicht auch
normal. Ich glaube, ihr habt das schon alles richtig einordnen können. Trotzdem, 3 Punkte helfen dann am Ende immer, um den Glauben, das Selbstbewusstsein wieder auf 100% zu schrauben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung war jetzt eigentlich trotzdem immer noch gut. Wir haben uns natürlich aber trotzdem auch mal so zusammengesetzt und so ein bisschen so ein paar Punkte thematisiert. Haben Sachen angesprochen und haben jetzt auch gesagt, wir wollen gut in die Rückrunde starten. Und dass wir das natürlich so dann geschafft haben, freut uns. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir Moral bewiesen haben, auch gerade nach dem 1-1. Ja, und einfach nicht nachgelassen haben. Und so ein Sieg tut auf jeden Fall gut. Und so wollen wir jetzt natürlich auch die nächsten Spiele noch bestreiten vor Weihnachten, dass wir dann auf jeden Fall weiterhin da ein bisschen noch Punkte sammeln und dann gut ins neue Jahr starten. Mit so einer Leistung wie heute müsste das eigentlich auch gelingen. War, finde ich, ein richtig gutes Fußballspiel, weil es auch ein richtig guter Gegner war. Wie hast du das auf dem Platz so erlebt? Ja, ähnlich. Also HSV spielt natürlich einen super Ball, haben ein super Aufbauspiel. Das war auch sehr laufintensiv und auch ein sehr schnelles Spiel, hatte ich das Gefühl so. War einfach ein geiles Spiel, glaube ich, von beiden Mannschaften. Ja, viele Chancen bzw. viele gefährliche Szenen mit der Kulisse, hat es einfach Spaß gemacht und ja, müssen wir natürlich anknüpfen. Also ich meine, gegen die beiden Aufsteiger wird es natürlich ein ganz anderes Spiel wahrscheinlich wieder, aber ich glaube, die Leistung macht Freude und macht Mut für mehr und da müssen wir halt jetzt einfach wieder zusehen, dass wir dann wieder in die Spur finden. Genau, da seid ihr heute auf jeden Fall wieder drin gelandet, glaube ich. Du hast die Kulisse schon angesprochen. Das macht dann nochmal so ein paar extra Prozente, oder? Wenn man das sieht, die Ränge sind voll, die Tribüne ist ausverkauft. Das ist ein Rahmen, wie man ihn selten erlebt in der Regionalliga, oder? Ja, also wir hatten ja schon so 2 Spiele im DFB-Pokal, die so in die Richtung gingen von der Fankulisse. Und das macht einfach Spaß. Und dass man das natürlich gerne in einem Ligaspiel auch hat, ist natürlich geil. Vielleicht kriegen wir es jetzt nochmal hin, vielleicht nicht die Menge, aber zumindest noch mehr Fans als sonst, was natürlich sonst auch schon Spaß macht hier in der Lohmühle, aber vielleicht so nochmal im Derby gegen Phoenix oder vielleicht im Pokalfinale, wer weiß, ob wir da spielen, aber wäre natürlich schön, wenn wir noch so 1-2 Highlight-Spiele hätten, wo nochmal so vielleicht so eine Kulisse kommt, weil es einfach für einen Fußballer extrem viel Spaß macht, vor so vielen Fans zu spielen. Und ich glaube, bei dem Spiel heute, da kommt auch von den Leuten schon gegen den Bremer SV vielleicht der eine oder andere wieder im letzten Heimspiel vor Weihnachten. Das hat schon Spaß gemacht heute. Und für dich war es dann nochmal zusätzlich besonders, hast du schon gesagt, Tor und Vorlage. Erzähl mal die beiden Tore so aus deiner Sicht. Ja, also wir hatten erste Halbzeit natürlich schon so ein paar Bälle in die Tiefe, wo ich 2-3 Mal, glaube ich, im Abseits stand. Aber wir haben halt gemerkt, dass HSV extrem hoch verteidigt hat und dass die Räume dahinter halt gegeben sind. Und Bohle hat dann einen super Ball in die Tiefe gespielt. Den habe ich dann auch gut mitgenommen, den Weg nach innen gesucht. Musste dann natürlich nochmal abbremsen, weil ich gesehen habe, dass keiner mitgelaufen ist. Und habe dann so ein bisschen verzögert. Und dann ist Pulli halt nachgestartet und dann habe ich ihn zum Glück gefunden. Und dann hat er ihn aber auch eiskalt reingemacht. Und das zweite Tor ist halt natürlich geil, so ein später ekliger, dreckiger Treffer zum Sieg. Und ich weiß gar nicht, wann der genau gefallen ist, so rund um die 80. irgendwie 82. So. Ja. Ja, ich glaube, Marv wird auf links geschickt, spielt ihn dann nochmal auf Bohle zurück. Bohle sieht mich auf 2, dann ist irgendwie so ein bisschen Gewusel um den Torwart herum, der ja auch noch am Ball, glaube ich, dran war und ihn mir so ein bisschen vor die Füße legt. Hatte kurz Angst, dass ich ihn übers Tor schieße. aber ja, dann halt per Dropkick so ein Abstauber mit rechts ins leere Tor. Scheiß drauf, egal wie, Hauptsache Tor und gewonnen und war natürlich geil. So und dann mit einem Knierutscher bei so einem Regen und vor die Fans, schon geil, macht Spaß. So soll es sein, dann hoffen wir mal, dass das noch häufiger so aussieht. Mhm. Erstmal schönes Wochenende und dann viel Erfolg nächste Woche in Emden. Danke, gleichfalls.